Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Cities of Ocean 2 im Multiplayer Battle. Natürlich mit dabei der Helge. Moin. Hi Helge. Man merkt, es ist spät. Hast du ausgeschlafen? Total. So, wir haben jetzt ja hier mal so, um zu gucken, nochmal hier Einkaufszentren ohne Ende hier. Das ist sozusagen jetzt unsere Einkaufsmeile. Die ist aber auch gut abgedeckt. Ich weiß gar nicht, auf welchem Takt die Busse da jetzt fahren. Das muss ich nochmal flott schauen. Flott nochmal auf Linie. Ich glaube, die 4 war D das. D oder mit genau. T? Was? D oder mit T? Flott mit Doppel-D. Doppel-D, okay. Flott. So, wir fahren im Stundentakt. Okay, kriegen wir hin? So. Wir hatten hier oben, hatten wir den Takt, glaube ich. Ja, da hatten wir verdichtet. Da hatten wir noch ein paar Trams. 7 Stück haben wir hier. 7 Stück haben wir hier drin und 5 brauchen wir nur. Da geht doch noch was. Inselverkehr. Wir fahren alle 40 Minuten. Wenn wir jetzt alle 30 Minuten fahren, geht doch bestimmt noch was mehr. Eine Tram. Ja. 6 Stück. Sehr gut. 6 Stück. Eine ist über. Sehr gut. Schiffe sind auch alle gut ausgelastet. Hier müsste langsam mal ein Schiff kommen. Hier stehen 136 Leute auf dem Pier. Die kommen alle gar nicht mit auf dem Anleger her. Ja, fahr mit durch den anderen Anleger durch. Ja. Alter, läuft bei dir. So, wir haben Platz für 140 Leute. Wir sind 150. Hier sind 10 Schwimmwesten. Viel Spaß. Also beginnt immer noch die große Wanderung. Können für 10 Cent S-Bahn fahren oder sie gehen zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Apropos 10 Cent. Oh, jetzt, muss ja. Jetzt ist es nicht mehr rot. Meine Schiffspreise waren bei 10 Cent und ist zu teuer. Jetzt gucken wir noch mal schnell das Stadtdiagramm an. Oh, die Rezession ist vorbei. Wir sind ganz stark im Wachstum. Wir sind von minus 16% sind wir jetzt schon auf minus 6% hoch fast. Also wir sind da sehr gut dabei. Ja, finde ich auch. Oh. Das Schiff, was hier gerade ankam, hat 90 Fahrgäste. Straßenbahndepot 2 hat nicht genügend Fahrzeuge. Es sind 7 von 6 jetzt auf der Straßenbahnlinie. Ja, ich lasse das jetzt erstmal sein. Auf jeden Fall kommen jetzt mal eben 180 Leute Traube hier rüber. Straßenbahndepot 2 nicht genügend Fahrzeuge. Schon wieder. Stau oder was? Der Helge hält bestimmt schon wieder meine ganzen Trams auf hier. Ja, wieso fahren die dann nicht weiter? Ach, die rennen alle vom Helge rüber. Ja, 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 ja. Helge run. Ja, Helge run. You're gonna run. You do run. Hä, jetzt fahren die mit der. Achso, dann steigen die beim Helge hier aus und steigen bei mir noch meine Tram ein, weil der Helge direkt zum Depot fährt und ich nochmal außen rum fahre. Sehr amüsant. Straßenbahndepot, ja, wir haben alle Stau hier. Ist glaube ich schon die vierte Fahrt, die jetzt ausgefallen ist. Aber jetzt kommen 3 Trams wieder zurück. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt klappt. Also, da sollen 6 Fahrzeuge auf die Linie und der leuchtet jetzt schon rot. 7 von 6 Fahrzeugen auf der Linie. Ja. Hätte ich 8, dann wären das wahrscheinlich 8 von 6 Fahrzeugen auf der Linie mittlerweile. Aber nein. Guck mal hier, auch mal 111 von 25. Oder? Was denn? Bei mir von der S-Bahn Haltestelle 130 Leute. Alle haben reingequetscht da in die Bahn. Und die fahren, glaube ich, echt durch die Station. Warte. Straßenbahndepot 2 nicht genügend Fahrzeuge. Also eine halbe Stunde ist denen anscheinend echt zu heftig. Dann kaufen wir denen noch eine kleine Tram dazu. Kann denn, wenn sie möchte, mal losfahren. Die fahren direkt hintereinander weg. Also eine halbe Stunde ist, glaube ich, ein bisschen zu arg, ey. Was ich rausgespuckt? Wir hinlaufen. Oh, du kriegst Besuch. Tag 40 in der Nacht. Du kriegst Besuch. Wie, ich krieg Besuch? Nee. Der Kontrolleur ist da, oder was? Nee,
Wieso kontrolliert er mich? Da muss ich kontrollieren. Ja, Kontrolle dies. Warte mal, wo sind meine Angestellten? Da sind meine Angestellten. 30%. Also wir haben im Moment konstante Fahrgastzahlen hier. Wie viel Schwarzfahrer hast du? Sag schnell. Jetzt hier. Inspektoren hast du? 250. Oh, ja, ich habe mal öffnen hier. Weißt du was, ne? Was ist das? Ja, auch nochmal. So, erhöhen hier. Oh, Wassertaxlinie 1 ist ausgefallen. Also ich muss bei mir nochmal die Linie, Wassertaxlinie, Linie. Was steht da drauf? Nur L, genau, nur L Fahrzeuge, also nur Large. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ach, Wassertaxi 2 haben wir Kiro genannt, das ist ja auch cool. Die Stingray T17. Stingray T17? Achso, das ist die kleine. Ja, die behalten wir noch. Aber ansonsten, was ist das hier? Stingray City Jet. City Jet hat 61, die verhökern wir mal. Die City Jet. Was ist das hier? Donnay Caravelle. So eine haben wir. Davon nehmen wir noch eine, die beschleunigt sehr gut und Qualität ist sehr gut. Investieren wir einfach mal. Dann haben wir jetzt auch genug da, genug große Fahrzeuge auch da, damit wir dann die ganzen Fahrgäste da rüber kriegen für 10 Cent. Wo fahrt? Fahren Sie doch nochmal mit zurück. Hm, das ist doch eine Idee. Zweimal fahren mit Kantenbahn. Oder so. Kantenbahn. Wieso ist meine U-Bahn... Achso, die habe ich einmal erhöht. Ich wollte sagen, wieso ist meine U-Bahn eigentlich zu teuer? Ich habe doch gar keine U-Bahn. Ich kann sagen, ups. So, 130 Leute warten, dann kommt ein Bus für 18. Das ist gut interessant. Da läuft bei dir, würde ich sagen. Was macht denn noch? Wir haben schon eine neue Motte hier drin, mein Schatz. Ich muss leider mal hier. Geht. Sehr schnell. Ich brauche ein bisschen Kohle, ich muss Busse kaufen, sonst laufen mir gerade die Bushalle über. Okay. Dann machen wir das mal. Ich muss auch bauen. Ja, ungerne, aber. Das ist schon okay, Helge, echt. Also, ich habe da vollstes Verständnis, ne? Ich hoffe jetzt mit der U-Bahn. Kommen wir da ran mit der U-Bahn-Haltestelle? Ans Stadion? Ne, kommen wir nicht ganz ran. Schade. Aber unterirdisch bauen ist so schweinemäßig teuer, ey. Also. Wie bitte? Links vor uns Gehege. Wer kommt denn ins Gehege? Du unterirdisch baust. Ja, es ist aber noch sehr, sehr teuer, unterirdisch zu bauen. Mach mal, ich habe meine halbe U-Bahn fertig. So die erste Linie. Du hast auch schon U-Bahn fertig? Ja, ja, ich habe den Bogen fertig und eine halbe Strecke, ein Drittel der Strecke fertig. Was er kaufen in der Mitte? Wäre doch mal eine sehr lange Strecke für mich, ja. Da habe ich jetzt aber Geld investiert, ey. Brrr. Oberirdisch ist ja nur halb so teuer, ne?
ich quasi noch nie wirklich verglichen, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube jetzt hier. Eine Haltestelle ran, wo die umsteigen können. Das ist natürlich. Fahrscheinpreise anpassen. Musst du? Geht hoch oder was? Versetzen. Wen setzen? Sechs setzen? Oder? Runtersetzen. Ach, schön im orangenen Bereich behalten. Was hast du überhaupt für ein gesamtes Ansehen, wenn du oben auf den Balken gehst? Grün. Links. 84. 84? Alter Schwede. Ich hab 88. Echt die Leute da nicht abgekarrt, ey. Kriegst die Leute nicht abgekarrt? Immer hier. Das ist ein ganzer. Jetzt sind meine Fahrscheinpreise so toll, Helge. Oh, das ist beim ja. Schiff. Das ist mein Schiff. Das Schiff 10 Cent, ey, das ist echt ein Kracher. Das ist unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Bahndepot 2 hat nicht genügend Fahrzeuge. Ich bastel euch bald ein paar Fahrzeuge hier, oder? Oh, halt, was ist hier passiert? Schiene kaputt. Oh, ist wieder noch. Halber Schock hier. So, sehr, das ist natürlich schon mal gut, dass ich die Strecke jetzt fertig habe. Das ist natürlich ein Kracher, ne? Jetzt habe ich aber auch nur. Unterirdisch, ich will unterirdisch sehen. Unterirdisch bis hierhin. Hier müssen wir jetzt noch eine Kehrtwende machen. Eine Kehrtwende brauchen wir noch. Ein geht noch, ein habe ich noch, ein habe ich noch. Ein geht noch. Jetzt wird das Ding näher. Jetzt wollte er mich aber flachsen hier. Kurve ist zu scharf, Abstand zur nächsten Kreuzung zu gering. Das Spiel will mich ein bisschen ärgern. Habe ich es kaputt gemacht? Jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht? Jo, jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. Was ist kaputt gemacht? Das Spiel kaputt gemacht. Das ist nicht. Was sagst du? Spiel dann kaputt. Keine Ahnung. Ist kaputt. Kann von meiner U-Bahn nichts mehr abbauen. Weder ab noch fahren. Bau im Wasser nicht möglich. Wasser.
Wasser. Okay. Man lernt ja nicht aus, ne? Bau im Wasser nicht möglich. Ja. Muss ich da echt nochmal? Das ist doch nur so ein kleines Stück. Jetzt muss ich das ganze Stück abreißen. Das kannst du ja wohl vergessen. Ich reiße jetzt nicht das ganze Stück hier. Alter. Alter, ist nicht wahr. Weil hier ein Stückchen Wasser ist, ist es nicht wahr. Wie kommt da denn jetzt Wasser hin? Helge? Was denn? Stadion? Bei wem? Bei dir? Hm, komm mal hin zu dem Stadion. Wieso, hast du auch ein Stadion? Ne, du hast kein Stadion. Was hat? Hast du? Unter dem Krankenhaus, ja. Ein Norden. Und dann links davon kommt meine U-Bahn unten raus. Was ist das? Siehst du das? Ja. Links neben den Häusern. Ganz links. Also da, wo ja, es nicht mehr bebaut ist. Und dann gucken wir genau da rein. Mal ganz kurz. Ja. Ranzoomen und dann guckst du mal in den Keller da unten rein. Keller. Ach so. Da ist Wasser. Doch der Hammer. Weil er wohl gebaut hat. Ein Klick, wa? Mir fällt da nichts mehr so ein. Jetzt kann ich nicht mal oberhalb mehr bauen, jetzt muss ich alles abreißen. Die gesamte Strecke kostet mich nochmal Abriss 2700 Flocken. Burschen, aber. Ich kann nichts davon mehr verwenden. Ich dreh durch. Nur weil da ein Stückchen Wasser gelandet ist, oder was? Ach, das gibt's doch wohl gar nicht. Ich kann nichts daran bauen. Das ist ja ein mega Wasserschaden. Ja. Wer kommt dafür denn auf? Ja, das muss ich ja machen, aber das ist doch... Das gibt's doch gar nicht. Ich würde ja gerne zwischendurch schon mal wieder was reinbauen. Oh, Straßenbahndepot 1, nicht genügend Fahrzeuge? Warum hat der nicht genügend Fahrzeuge? Das ist ja der Kracher, ey. Fahrscheinbar sind zu niedrig, das lese ich doch gerne. Da kann man erstmal erhöhen. Oh, da klingelt gleich in der Kasse. Ja, aber richtig. Mein Schiff ist grün. Oh, jetzt habe ich richtig erhöht. Einmal erhöht ist rot. Oh, Schiff. Was kostet bei dem Schiff fahren? 10 Cent. Gelein 90. Okay, was kostet bei dir denn Tram fahren? Das ist die Straßenbahn, meinst du, ne? Straßenbahn, ja. 1,30 im Moment. 1,90. Ah, Hashtag läuft bei dir. Und Bus? Bus 1,20 konnte ich nehmen. Ich kann 1,50 machen. Ja, aber ich konnte beim Bus jetzt von 7. Vielleicht ist das Wasser da jetzt ja wieder rausgeflossen. Und Obus bin ich bei 1,20. Oh, Schiff. Schiff ist 10 Cent ist türkis, ja? Ja. Und 20 Cent ist rot. Also richtig so eine Spanne, wo man sagen, wow, geil. Aber dann dürfte sich auch die Rezession hier völlig erledigt haben. Wir sind jetzt, der Zinssatz geht hoch und wir sind bei einem Plus von über 6% Wachstum. Das hört sich doch gut an. Ach, dieses Wasser geht mir aber sowas auf den Senkel. Das gibt's doch wohl gar nicht, ey. Ich kann's nicht ändern. Ich muss es abreißen. Für die hast du ja schon einen Namen für die Folge. Ja, Wasserschaden. Ja. Ach, sowas Blödes. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Weil du kannst nichts dagegen machen. Gar nichts.
sag mal, dumm gefragt. Kann man eigentlich mal, wenn man eine Bahn baut, die ganzen anderen Kreise ausschalten? Das kommt man irgendwo, ne? Du kannst die Linien ganz ausschalten. Kreise auch, die angezeigt wegen der Haltestelle, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nein. Oh, pff. Ich habe ja Schiss, wieder an derselben Stelle zu bauen, ne? Aber ich muss da leider raus. Mod hat Mod, ne? Das ist nochmal. Das ist immerhin schon mal noch kein Wasser. Alter, was für eine Ausgabeoption, ey. Fahrscheinpreise sind zu hoch. Naja, kann ich so nicht bauen. Geschafft. So, jetzt muss ich oberhalb gucken. Natürlich eine richtig schöne Abdeckung im Moment. Hier unten ist die Dings. Ja, so willst du das. Der ist mit drin, das nicht. Da kann der Bus dann noch mit andenken. Boah, das ist eins ist schon wieder, ey. Ist hier irgendwo Stau oder was? Straßenbahndepot 1. Ist noch gar kein Verkehrsstau unterwegs hier. Okay, wir bauen weiter Haltestellen. Stadion ist dort. Sehr gut. So, die Haltestellen haben wir auch schon mal gebaut. Was sagst du? Ach, ich versuche meinen Verkehr einzurichten. So. Was denn für welche hier? Stellen. Die steigen ja so gerne um. Dann wollen wir denen natürlich auch die Möglichkeit geben, den Umstieg zu nutzen. Aber ich will hier unnötig auch nicht irgendwelche Gebäude wegreißen. Boah, das sieht doch gut aus. Ein Gebäude, damit können wir leben. Warum steht die U-Bahn-Linie? Die stellen sich da an wie die Idioten, ne? Ah. Also warte mal, wir stellen uns natürlich hinter die. Und hinter dir, genau. So. Jetzt brauchen wir weitere. Ich
Schön in der Kurve anhalten, das finde ich auch gut. Das können wir noch so lassen. Gut. So, denn. Und jetzt, was haben wir von hier aus? Straßenbahnlinie 1. Ja, 5. Ne, gar nicht. 4. Haben wir eingestellt, stündlich. Okay, die laufen mit 5, das ist okay. Jetzt gucken wir uns nochmal die Fahrscheinpreise an. Oh, können noch mehr erhöhen. Tram auf 2,20. Was? Schiff? Auf fast 30 Cent, ohne dass es rot wird. Läuft. Around the Tickets, jawohl. So. Ende der Rezession eingeleitet, ja. Straßenbahn, Depot 2. Leuchtet hier die ganze Zeit. Achso, U-Bahn brauche ich noch nicht einstellen. Mal Massenwanderung sehen. Ja, was denn? Wo hast du denn? Meine U-Bahn-Station ist fertig. Möchte ich mal den. Du hast doch schon eine U-Bahn fahren jetzt, oder? Ja, klar, die fährt auch schon. Hier warten gerade 322 Leute. Wo warten die denn? Bei meinem U-Bahn-Depot am Start fast. Hier stehen 136 beim Schiffsanleger. Schiffsanleger, ja, da musst du mal. Oh, pff. Warte mal, wenn du nicht einordest. Norden? Ja. Richtung Norden, das heißt, du musst Richtung Süden. Ist eigentlich vom Wassertaxi Richtung Süden einfach straight away runter. Ach, U-Bahn-Depot, ja. Genau. Und guck dir mal die Bushaltestelle gleich davon rechts an. 162. Naja, pass auf, da kommt gleich ein ganzer. Da müsste gleich der nächste Trott kommen. Weil aus dem linken. U-Bahn ankommen. Ja, aus dem linken U-Bahn. Auf dem linken. Links müsste auch eine U-Bahn-Station sein. Da kommt die jetzt der Trott. Hast du gesehen? Ja. Das ist ja, weil du wieder Rundlinien baust. Da. Einbahn, ja, geil. Einbahnstraße. Das Ganze, weißt du, wo die alle einsteigen? Nein. Eine Station vorher. Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Okay, so. Wir werden das wahrscheinlich auch irgendwann nochmal umbauen auf U-Bahn. Erstmal lassen wir das aber als Tram laufen, weil wir haben einfach die Finanzen im Moment nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt große, große S-Bahnen kaufen. Gewünscht ist ja immer die Tatra. Die Tatra läuft ja eigentlich ganz gut, hat natürlich einen ziemlich hohen Stromverbrauch. Wir brauchen aber die Kapazitäten. Und die ist gut. Servicequalität ist auch okay. Die Tramcar wollen wir nicht. Die Tatra mögt ihr ja ganz gerne. Nehmen wir 6 Stück von. Da müssten wir eigentlich vom Takt her ganz gut hinkommen. So, machen wir noch eine Tramlinie. Eine Tramlinie. Machen die erstmal 2 stündlich. Wird wahrscheinlich nicht lange dauern, dass wir die runtersetzen, aber wir fangen halt erstmal so an. Nacht gehen wir auch auf 2 stündlich. Auch groß. Groß. Individuell nehmen wir raus. Werktag. Ja, Werktag ist ja Samstag und Sonntag auch. Wochenende haben wir nicht. Und ist auch L. Buslinie 4, Fahrzeug ausgefallen. Bitte? Buslinie 4?
jetzt ganz schön Bewegung drin, ne? Ja. Kriegt die People da nicht mehr weg. Aber dafür haben wir ja gleich die große Tram. Genau, Linie wollte ich bauen. Und zwar fangen wir an. Wir müssen ja auch nochmal zum Hauptbahnhof, wollte ich gerade sagen. Das liegt ja alles schon. Dann nehmen wir da die kurze Runde hier. Bauen hier vorne gleich die Haltestelle hin. Einstieg. Und hier hinten müsste ja irgendwo, wo haben wir denn den Ausstieg? Achso, hier fährt er ganz normal den Ausstieg. Der fährt da auch mit durch. Schwierig. Und dann war auch da denselben Ausstieg, nehmen wir gleich. Das ist natürlich eine Gurkerei, müssen wir halt gucken, wie das alles hinhaut. Achso, habe ich von hier aus geht's rauf. Falscher Typ für Haltestelle und Depot. Seit wann geht der denn nicht mehr? Ach, ist mein Patch vielleicht ausgefallen? Ne, Gebäude bauen kann ich. Da muss ich echt komplett auf S-Bahn, auf U-Bahn umbauen. Dann verkaufe ich mal die Fahrzeuge. Nein. Ja, das ist's. Die schönen großen neuen Fahrzeuge. Eine brauchen wir noch. Ja gut, dann müssen wir natürlich gleich schon auf U-Bahn gehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Können wir jetzt unterirdisches Basis-U-Bahn-Depot? Achso, mit M und N geht es ja nicht. Setzen. Dann müssen wir gleich auf U-Bahn gehen. Das ist ja echt hart, muss ich sagen. Gut, dann müssen wir das halt so bauen. Einstieg. Und dann ist hier klassisch Ausstieg. Wie viel sind wir überhaupt? Oh, wir sind schon bei 33 Minuten. Ah, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge. Hier ist der Bus schon wieder, der ist ja schon wieder fast hinüber. Die ganzen Busse laufen hier heiß, oder was? Alles bedingt mal auswechseln. Wie bitte? Alles bedingt. Eigentlich nicht, eigentlich müssten die im Depot gewartet werden. Und die alten. Das ist eine Mechaniker, wenn wir natürlich zu wenig auf den Fernseher gucken. Ja, wenn wir natürlich zu wenig große Busse haben, dann müssen wir natürlich nochmal nachlegen. Okay. Also dann sehen wir uns, würde ich sagen, in einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst das Däumchen nicht. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder um 17 Uhr hier auf Kante Zock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.